So, hallo zusammen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII. Längst überfällig geht es jetzt endlich wieder weiter. Aufgrund von Resident Evil 8, dem bevorstehenden Release und so weiter, hat das alles ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich sag's immer wieder und ich sag's auch heute, keine Folge geht verloren. Alles wird nachgeholt. Das heißt, macht euch in den nächsten Wochen oder vielleicht jetzt nochmal mit ein, zwei Wochen Verzögerung, aber dann auf ein paar Wochen Let's Plays ohne Ende gefasst. So, dala, fangen wir an. Die zuerst evakuiert wurden, sind sicher schon weiter. Wir sind also die Nachzügler. Hoffentlich gibt es noch irgendwo Betten für uns. So, wir müssen da unten irgendwo hin, dann reisen wir da mal hin, würde ich sagen. Ja! Ich muss jetzt erst wieder ein bisschen in das Spiel reinkommen, ne? Es war eine längere Pause. Ich bin überfordert. Gerade. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie ich gleich nochmal die Karte lesen kann. Wie ich rausfinde, wo ich hin muss. Ich laufe einfach hier auf der Minimap oben so ungefähr dem Marker nach. Wird schon funktionieren, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ich glaube fest an uns. Wenn wir nur fest genug dran glauben, dann schaffen wir das. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal schnell gucken. Ich habe nämlich ganz vergessen. Ich muss, bevor ich die Streams mache, immer auf meiner Festplatte ein bisschen aufräumen, dass Platz ist. Nee, passt. Ist genug Platz. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Hatte das nämlich schon öfter, dass während der Aufnahme die Festplatte voll wird. Und manchmal merke ich es gar nicht gleich. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn die Videos mittendrin abbrechen und dann, ne, das ist doof. Ach, ich weiß nicht recht, ob das der rechte Weg ist. Cloud, sind wir noch auf dem rechten Weg? Nee. Nee, das kommt mir nicht richtig vor. Dann würde ich sagen, zurück. Felix, hallo, wie geht's? Grüß Gott. Aber können wir da, wo ich hin will, nicht schnell hinreisen? Ich weiß, kann ja, das sein? Mit meinen Chocobos an der Seite würde ich alles überstehen. Ja. Ach so, warte mal, wo ist denn, mit wem muss ich denn reden, um hier? Ach, da hinten irgendwo. Ach, mit dir? Hey, wo soll's denn hingehen? Das weiß ich selber noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, du kannst mich nicht dahin bringen, wo ich hin will, oder? Na, eigentlich bin ich da, wo ich hin will. Nee, dann vergiss es. Ich gehe zu Fuß. So weit ist es, glaube ich, nicht. Ich muss mich nur orientieren. Da wird es schwierig. Meine einzige Schwachstelle. Mein Kryptonit. Orientierung. Okay, gut. Ich glaube, wir kriegen es hin. Angebliches Cordeo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Bin ich richtig? Ja, das sieht gut aus. Na also. War doch gar nicht so schwer. Musik, die ich noch nicht kenne. Seltsamer Mann, gib mir deine Musik. Mann, das nenne ich Musik. Dieser Rhythmus motiviert einen richtig. Du machst auch einen erschöpften Eindruck. Hier, zieh dir das rein. Yeah, danke, Dude. Finde ich lustig, dass der so, ja, hey, dieser Rhythmus und ja, geht voll ins Blut und dann hört er irgendwie so ganz sanftes Gedudel. Sanfte Dudelmusik. Was bist du? Nachricht des Racheengels und Elementaraffinität. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rübergeklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Schatzkammern des Racheengels, also nee, die
anderen in die Schatzkammern halt alle geöffnet haben. Aber wisst ihr was, ehrlich gesagt, ist es mir jetzt auch egal. Mal hochklettern. Und ich glaube schon, bei den Nebenquests sind überall Häkchen. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Also, adieu, du schnödes Gebiet hier. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist! Weiter. Ich dachte schon, jetzt verprügeln wir die Mauer. Jetzt kommt ein Miniboss. Mauer. Warum nicht so ein bisschen wie die Street Fighter Zwischenstages früher? Wo man das Auto verprügeln muss und so. Ich habe das nie geschafft, ehrlich gesagt. Außer mit Honda. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. War das gerade ein Captain Planet-Zitat? Los. Kampf den miesen Umweltsündern und den Menschen, die die Erde plündern. Kommt ein Let's Play zu Resident Evil 8. Also heute um 12 werden wir wahrscheinlich, wenn alles hinhaut, schon mal die erste Stunde noch ungefähr ins Spiel reinschnuppern hier im Stream. Und ansonsten bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich werde das Spiel jetzt erstmal für mich so schnell wie möglich durchspielen, damit ich Videos dazu machen kann. Also wahrscheinlich gleich morgen im Grunde. Einmal durch. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich aber auch ein Let's Play draus mache. Aber ich weiß es noch nicht ganz, ganz sicher. Wie und wann und wo und warum und wer und hier kann jeden was. Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du mich zu haben? Zum Glück er ist sicher Hund bald zurück. Passiert. Bist du verletzt? Hab nichts nicht gesagt. Verdammt, nicht schon wieder! Womit haben wir das verdient? Ob wir hier sicher sind? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Seid auf der Hut! Okay, wir brauchen keine Pause, wir brauchen keine Snacks. Wir brauchen Action. Würde ich sagen. Hey, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. War das nicht so, dass ich irgendwo den Anführer wechseln kann? Genau. Ich weiß zwar nicht, warum ich das... Moment mal. Hä? Und jetzt bin ich immer noch Cloud. Okay, vielleicht wechsle ich jetzt im Kampf automatisch auf Barrett oder so. Ich weiß nicht, warum das Spiel das so komisch macht. Warum kann ich denn nicht einfach hier... Naja, tatsächlich. Aber warum kann ich denn nicht einfach hier auch während des Laufens Charaktere wechseln? Ich verstehe das Problem. Vielleicht ist doch, sind einfach die Animationen in der Welt auf Cloud angepasst. Die würden bei den anderen vielleicht einfach nicht so schön aussehen. Und deswegen wollen die das ein bisschen verstecken oder so. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht anders erklären. Und Barrett ist wieder so viel unsterblich, muss ich sagen.
Ich mag das. Ja, ich weiter so. Ich mag das, wie du mit seiner Gatling rumrollst. Das fühlt sich irgendwie schön an. Besser als mit Cloud und so. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich mag schon immer. Ich mag immer die Fernkämpfer lieber eigentlich. Wenn ich die Wahl habe. Aber komischerweise nicht unbedingt zu Bogen schützen. Es müssen schon Schießpulverwaffen sein. Also auch so Frontlader, so alte. Und zwar schnell! Mag ich auch. Aber es muss irgendwie mit einer Explosion zusammen. Ich glaube, darum geht's eigentlich. Ich glaube, in Wirklichkeit brauche ich Explosionen, damit es cool ist. Hi, Golem! Und hallo, Alexandra, wie geht's? Bring mir die Köpfe zum Raum! Ist das alles? Ja. Ja, ist schon komisch, ne? Dass das immer wieder automatisch auf Cloud wechselt. Ich glaube, das hängt mit den Animationen zusammen. Mit Leiterklettern und so. Ich würde das gerne mal sehen. Klettert ihr mal auf die Leiter, ob das bei euch vielleicht nicht ganz so schön aussieht. Ich muss das mal genau beobachten. Nee, passt eigentlich. Er lässt sogar seinen Arm so runterhängen. Ich verstehe es nicht. Ist ja auch wurscht. Aber ist so eine Kleinigkeit. Aber gut, ich finde es ja schon mal gut, dass ich jetzt standardmäßig einen Kampf mit anderen Kampf als andere. Au, der hat ja ziemlich Eis gekombot. So, jetzt reicht's aber. Blitz! Pikachu! Donnerschau! Das war ein lausiger Donnerstein. Feuerstoß! Die sind aber nervig, weil die schon immer so nervig mit ihren eigenen Zaubern. Ich glaube, ich habe es gar nicht dazu gesagt, aber für alle, die das auf YouTube sehen, ihr habt es mittlerweile wahrscheinlich schon gedacht, das ist wieder live auf Twitch gestreamt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, was ihr wahrscheinlich bis jetzt getan habt. Ihr werdet schon geschockt. Warum ich selbst das spreche? Bei mir ist auch alles. Ich bin ein bisschen überfordert vom Resident Evil 8 Release, der damit verbundenen Arbeit, die jetzt dann gleich auf mich zukommt. Ich werde nie wieder schlafen wahrscheinlich. Zumindest dieses Wochenende nicht sehr viel. Aber das ist ja auch irgendwie cool. Ich freue mich ja auch drauf. Meine Stimme hört man leider nur sehr leise. Hä? Was ist denn da los? Warte mal, ich kann meine Stimme nicht sehr viel lauter machen. Ich kann das Spiel leiser machen und dann müsst ihr vielleicht die Empfangsgeräte lauter drehen. Ja, jetzt geht mein Staubsauger wieder los. Wartet mal schnell, den muss ich ausmachen. Es ist so besser. Zadala. Hallo, bald. Ich habe jetzt das Spiel einfach ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich besser. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht genau, ich habe diese Hintergründe hier, die sehen gerade bei Objekten, die näher sind, schon sehr niedrig auflösend aus. Und irgendwie mag ich das total gern, weil das erinnert mich so wirklich an das alte Final Fantasy und die alte frühe 3D-Zeit, in denen man eben so vorgerenderte Hintergründe genommen hat. So ein bisschen sieht das hier nämlich auch aus. Ich weiß nicht, ob das sogar Absicht war, dass sie so ein bisschen diesen Charme einfangen wollen, oder... Aber es gefällt mir. Ich finde es schön. Eine schöne Skybox, die irgendwie so ein bisschen retro wirkt, finde ich. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, der Fokus liegt ja einfach sehr stark auf den Charaktermodellen. Deswegen haben die gespart, wo es geht. Auch in der Auflösung der Skybox. Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Gefällt mir aber trotzdem. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay?
Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Warte mal, an Stellen, an denen ein Seil herunterbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf höher gelegene Plattform ziehen. Such die Umgebung, bla bla bla. Okay, machen wir. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ist es dein Ernst, Barrett? Du stehst da davor. Ich habe mir da heute ein Video angeguckt, oder was gestern, auf YouTube. Da waren so Dialoge aus Gothic. Und das hat ein paar echt witzige und clevere Dialoge. So Videospielhumor. Das läuft dann ja wie am Schnürchen. Haben die da ganz gut eingefangen. Nach der Katze drehe ich weiter. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Weil im Endeffekt hat sich Gothic eben genau über solche Videospiellogik und sowas wie gerade eben lustig gemacht, dass der NPC direkt vor den Seilen steht und sagt, ob hier irgendwo Seile hängen. Da gibt es halt so Beispiele, wie dass man zum Beispiel einen Priester, der vor einer Kirche steht, nach Orten in der Stadt fragen kann. So wie man jeden NPC nach den Orten in der Stadt fragen kann. Und wenn man ihn nach der Kirche fragt, dann fängt er quasi an, einen zu verarschen im Grunde und sagt so, um Himmels Willen, hat man dich denn mit Blindheit gestraft? Ja, wo ist sie denn nur, die Kirche? Wo ist sie denn nur? Und so reagieren eben die NPCs auf diese typischen Rollenspiel-Dialoge oder Dialogoptionen, die eigentlich in der wahren Welt ziemlich bescheuert wären. Auch wenn man NPCs fragt, was machst du da? Oder was machst du hier? Dann reagieren manche irgendwie total pampig oder genervt oder sagen so von wegen, was ist denn das für eine seltsame Frage, die man hier einfach so einem Fremden stellt. Und das fand ich echt witzig. Rang 3 Soldat B. Ja, das ist genau. Nicht Fähigkeit. Schockschuss! Attacke! Der Schockschuss zieht irgendwie gar nicht so viel, wie ich gerne hätte, oder? Der könnte dafür, dass es eine 2 ATP-Balken-Fähigkeit ist, könnte der ruhig ein bisschen stärker sein. Was ist da los? Nun antwortet schon! Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Oh, und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie. Wenn ihr jetzt nicht sagt, wir haben alles unter Kontrolle, Situation normal, dann ist das eine verschenkte Chance. Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. So ein Scheiß! Eine verschenkte Star Wars-Referenz. Aber gerade noch eine Captain Planet-Anspielung einbauen. Die hätten beides haben können. Damn it. Die trauen sich aber auch hier auf dieser brüchigen Hochstraße rumzulaufen. Schnell zum Shinra-Gebäude! Hat leichte Fallout-Vibes hier, ne? Finde ich. Die Umgebung. Halt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Okay. Ist es wert. Was zur... Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Habt einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Wutheiß Anschlager! Auf sie!
wessen Handlanger? Ach so, genau, diese eine Nation, mit der anscheinend quasi die Regierung hier einen Krieg provozieren will. Und deswegen behauptet sie, dass wir Agenten von denen wären oder irgendwie so. Ja? Das wird sich erst noch rausstellen, wie der mit dem Namen zusammenhängt. Nein, Kater, bitte nicht. Bitte jetzt nicht die PlayStation umschmeißen. Das wäre schade. Das wäre echt schade. Granate! Feuer! Meine Güte, okay, ja, doch. Die Granate, die haut rein, die gefällt mir. Barrett ist halt einfach der coolste, das soll man sagen. Oh, Barrett ist vor allem gleich der Toteste, wenn ich nicht aufpasse. Cloud, könntest du mal bitte Barrett einen Mega-Heiltrank geben? Das war letzte Sekunde eventuell. Bitte. So, und jetzt erst einen Schockschuss und dann Limit-Granate hinterher auf den anderen. Moment, wir haben gar keine anderen Gegner mehr, oder? Oder wie, oder was? Na, mach erstmal den. Tatsächlich. Oh ja, da kommt nur her. Ich hab was für euch. Ich warte mal, bis die ein bisschen sich versammelt haben. Okay. Limit-Zeit. Limit-Granate. Feuer! Das gefällt mir. Das ist irgendwie schön. Er sagt die Gegnerphysik schön. Ah, das mag ich. Juhu. Granate ist toll. Ich mag wacky Gegnerphysik, Ragdoll-Physik. Die darf von mir aus auch total albern und over the top sein. Das macht ein Spiel nur besser und nie schlechter. Wenn dann... In welchem Spiel war das? Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Hey, was ist denn das? Das wisst ihr bestimmt auch. Jetzt passt mal auf. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe das Bild vor Augen, aber ich kann es nicht zuordnen. Ein Third-Person-Shooter, das eigentlich auf relativ realistisch macht. Oder ein Third-Person-Spiel auf jeden Fall. Aber die Ragdoll-Physik der Gegner ist total bekloppt und die bleiben einem dann dauernd an den Füßen hängen, an den Schuhen kleben. Und dann, wenn man irgendwie eine Rolle macht, kann man die teilweise voll durch die Gegend schleudern. Dark Souls! Es ist Dark Souls! Genau. Dark Souls hat so eine geile Gegnerphysik. Ich finde das so toll, wenn die einem dann an den Schuhen kleben bleiben, die besiegten Gegner. Also die bleiben halt in Wirklichkeit, ne, das Charaktermodell von denen glitscht mit deinem zusammen. Aber es ist so toll. Ich habe da wirklich so ein unfreiwilliges Minispiel oder ein ungewolltes Minispiel draus gemacht, dass ich Gegner an meine Füße klebe und dann mit einer Rolle über irgendwelche Absperrungen katapultiere. Ich wollte fast sagen, das hat mir mehr Spaß gemacht als das eigentliche Spiel, aber das stimmt nicht, weil ich Dark Souls ziemlich gern mag. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Over the top Ragdoll-Physik ist immer gut, meiner Meinung nach. Hi, Metatron, wie geht's? Hä? Auf wen schießen wir denn da, Barrett? Jetzt hätten wir den Limit, aber der lohnt sich nicht mehr. Gute Arbeit. Ja, so kann's weitergehen. 3000 Gil. Cool. Metatron, danke fürs Abonnieren. 23 Monate. Ah, sehr schön. Können wir kurz Pause machen? Kann Barrett brauchen. Halt, stopp. Aus irgendeinem Grund will ich die Musik sammeln. Ich weiß wirklich nicht. Wir werden uns die nie anhören, schon alleine, weil die anscheinend teilweise lizenziert ist. Das sowieso problematisch ist und ich hier gar nicht zu lange stehen sollte, aber ich will irgendwie jedes Musikstück, das mir über den Weg läuft, sammeln.
ein bisschen Completionist-Zwangshandlungen kommen dadurch. Obwohl ich weiß, dass ich wahrscheinlich schon welche übersehen habe und so. Stimmt, aber trotzdem. Ah, Seile. Oh oh. Ja. Das ist so mächtig. Barrett ist so cool. Habe ich das schon erwähnt, wie cool Barrett eigentlich ist? Ich frage mich echt, ob es nicht mehr Sinn macht, lieber sein Dreieck aufzuladen, die meiste Zeit statt zu schießen, weil sein Dreieck haut halt richtig, richtig, richtig rein. Aber das Nachladen dauert halt auch sehr lange, ne? Ich weiß gar nicht, ob einem das wirklich so einen großen Vorteil überhaupt bringt. Naja. Wird schon irgendwie klar. Oh, ich glaube eigentlich, es. Naja. Lohnt sich nicht bei dem Kämpfen. Ja, nicht schlecht. Super Trunk, Super Trunk, yeah! Wo geht's denn hier weiter, Crew? Ah, da. Wartet mal, wenn's da hochgeht, gehen wir aber erst noch kurz. Machen wir hier einen kurzen Abstecher. Nein, kein Loot. Oh, Seile. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, was der richtige Weg ist. Wenn ich da hoch mich schwinge, gibt's kein Zurück mehr, ne? Dann gehe ich lieber hier mal zu Fuß hoch. Weil Treppen kann man auch wieder nach unten laufen, solange die nicht einstürzen. Ah, ich glaube, viele Wege führen hier zum metaphorischen Rom, oder? Ja, das wäre egal gewesen. Okay. Alles oh. Geben! Versteht sich ja wohl von selbst! Der braucht wahrscheinlich Blitz. Jetzt frage ich mich, ob der Schockschuss, Schockschuss auch Elektroschaden macht, weil er klingt so. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Aber sein Schockpotenzial ist hoch. Ganz genau. Das ist der Schock. Und gleich nochmal was schön war. Cloud oder auch Tifa, ist egal. Mach mal was. Cloud, mach mal auch was. So. Und ich blitze jetzt nochmal hinterher. Kaputt, dass er da Granatenwerfer. Oder was? Glaub schon. Sehr schön. Also wenn's hinhaut, wenn ne, technisch alles klappt, ich habe schon runtergeladen und so weiter, eigentlich müsste es um 12 freigeschalten werden. Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte. Aber wenn es hinhaut, dann starten wir das heute noch und dann spielen wir noch die letzte Stunde gemeinsam, die erste Stunde von Resident Evil 8 quasi. Hier zu bröckeln beginnt. Na dann, gute Nacht. Turbo-Ether. Es ist noch sehr weit, Papa Schlumpf. Das ist wirklich der eine Schlümpfe-Witz, den finde ich heute noch super lustig.
Über den kann ich heute noch lachen. Dabei ist es so banal, aber das fand ich als Kind super lustig und ich find's immer noch lustig. Also ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext, damit die Schlümpfe wandern irgendwo hin und während der Passage fragen die Schlümpfe irgendwie 3 oder 4 Mal, ist es noch sehr weit, Papa Schlumpf? Und Papa Schlumpf sagt 3 oder 4 Mal, nein, nicht mehr weit. Und wird dabei immer genervter. Und beim letzten Mal fragt dann wieder einer, ist es jetzt noch sehr weit, Papa Schlumpf? Und dann sagt er, ja, noch sehr weit. Das fand ich irgendwie lustig. Finde ich heute noch lustig. Kann ich nicht erklären, warum. Aber ich kann immer noch drüber lachen. So, ich glaube, wir sind hier in einer Sackgasse. Das war wahrscheinlich ein optionaler kleiner Lootraum oder so. Gehen wir mal noch mal woanders hin. Da drüben war, glaube ich, auch eine Leiter. Suchen wir die mal. Nee, warte mal. Die Leiter führt zu optionalem Loot. Ja, aber, vielleicht habe ich irgendwo... Ich habe mich nicht so gut umgeguckt da oben. Vielleicht wäre irgendwo ein Seil, wo ich mich hin... schießen könnte oder so. Wahrscheinlich. Gehen wir nochmal hoch, Cloud. Hier geht's lang. Danke, Minimap. Danke. Hätte ich jetzt, glaube ich, überhaupt nicht geschnallt, dass man da lang gehen kann. Ich finde ehrlich gesagt dafür, dass von da oben quasi eine halbe Stadt nach unten auf die andere Stadt gefallen ist, liegt da unten eigentlich nur die alte Stadt zerstört. Ich sehe gar keine Bruchteile von der oberen schwarzen Stadt. Ne, da stehen teilweise ganze Autos und Gebäudeteile noch relativ ganz. Verstehe ich nicht. Wo ist denn das alles hin, das von oben runtergefallen ist? Pulverisiert. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge. Wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Schatz. Ich weiß nicht, wie man hinkommt. Vielleicht kommen wir so irgendwie zwangsläufig hin. Bloß nicht runtersehen. Metatron! Danke fürs Abo verschenken! Bin die Ruhe selbst. Ich bin eine Runde Abos für alle! Nervös. Dankeschön! Jetzt da hoch, da oben ist eine Kiste. Ah, hier, Seil. Ich sehe schon. Das schaffen wir. Oh, was ist los? Hallo? Gegner. Kämpfen die gerade gegeneinander da vorne? Bin mir nicht sicher. Aber in dem Fall sind die Feinde meiner Feinde immer noch meine Feinde. Geht's? Lass los. Die Apokalypse! Dankeschön nochmal. Die Runde Abos mit der Kraft. So, schießen wir noch eine Granate, oder? Ist ja egal. Haben wir wenigstens ein schönes Finale, auch wenn es Verschwendung ist. Ja, so schön war es auch wieder nicht. So, Spiel. Jetzt lass mich bitte mit meinem Greifhaken da oben einhaken. Warum denn nicht? Da hängen Seile. Ich habe einen Greifhaken. Weiß nicht, was. Muss ich weiter weg? Ja, okay. Ich finde es irgendwie komisch, dass die sich dafür entschieden haben, Seile als... Ach, da liegt sogar ein Seil. Seile als quasi Kommunikation zu benutzen, wo man sich mit dem Greifhaken einhaken kann. Weil... Inwiefern greift der Greifhaken, greift sich der in Seile fest nur, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich hätte da eher erwartet, dass der Kantenmaler zum Einsatz kommt, die Kanten lackiert oder so. Tja.
Die haben sich für Seile entschieden. Ich meine, warum nicht? Macht genauso viel Sinn, dass die Kanten alle grün oder rot oder gelb markiert sind. Insofern, wurscht. Aber ungewöhnlich. Oh oh, Tifa löst sich auf. Ich glaube, Tifa verhindert gerade in der Vergangenheit, wo sie jetzt quasi ist, dass ihre Eltern jemals zusammenkommen. Und jetzt sieht's nicht gut für sie aus. Wenn die sich jetzt nicht gleich küssen, ihre Eltern, dann war's das für sie. Aus der Existenz gelöscht. Puh, sie hat's geschafft. Ich dachte schon, sie muss jetzt ein Gitarren-Solo noch irgendwo auffangen. Volle Konzentration. Schon wieder, Tifa, irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas stimmt nicht mit deinen Eltern in der Vergangenheit. Ah, da ist sie wieder. Noch einen Monat, dann kommt die PS5-Version vom Remake. Ich denke, dann sind wir leider schon durch, aber trotzdem cool, dass die noch kommt. Auf jeden Fall. Runter! Scheiß Heli! Lass einfach nicht locker! Na toll. Jetzt gibt's kein Zurück. Das war mein Lieblingsblech. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Na super, das ist ja ein guter Tipp. Sollen wir vielleicht warten, bis er nachlädt? Dammit! Der lädt aber nur sehr kurz nach. Warte mal, vielleicht brauche ich mehr Anlauf einfach. Ja, naja. Okay, jetzt funktioniert's. Nein, mehr oder weniger. Hilfe! Was zum... Ich brauche Unterstützung, Leute. Also dieses immer in Bewegung bleiben, Cloud, ich weiß nicht, ob das der beste Tipp war. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie ein bisschen unsterblich bin, weil wir gar nicht im Kampf sind, ich keine Energieleiste habe, nix. Insofern ist es eigentlich auch egal. Vom Regen in die Kurve, was? So, und jetzt Schockschuss! Dann ist der erste schon mal schockiert. Das ist gut. Tifa? Irgendwas! Do something! Do everything! Ein bisschen Berg jongliert. Ja, ich hab's verstanden. So. Chuck-Chus. Cloud. Du musst mal wieder Barrett heilen, der hat's wieder übersehen. Der zweigt's wieder. Aber wir sind so kurz vorm Limit. Okay, es ist Limitzeit. Die sind heute so zäh. Warum ist denn der heute so zäh plötzlich? Aufgepasst, jetzt geht richtig auf. Da geht noch was. Explosion. Also den DLC habe ich jetzt aktuell nicht mehr eingeplant. Den habe ich aktuell nicht mehr vor, noch dran zu hängen. Barret! Schockschuss! Okay, wartet mal. Tifa, du kannst, glaube ich, auch Heilmagie, oder? Nein, kann sie nicht. Dann mach bitte Blitz. Cloud, du mach einen Megatrank für Barret. Und Barret, mach einen Schockschuss. Dann ist er in der Schockstarre, dass er den schon besiegt. Dann können wir heimgehen. Aber machen wir zum Abschluss noch hier einen Hakentritt und einen Impulshieb. Und ich schieße ein bisschen.
gucken. Das war's dann wohl. Ausgewichen? Du elender Schupf da oben. Na warte. Das gibt... Oh, wir kriegen gleich, glaube ich, gleich in Zeitlupe eine super gezwirbelte Ohrfeige. Ich glaube, der kickt uns eher. Aber vielleicht können wir ihn vorher Schock schießen. Ne, können wir nicht. Aber danach ist auch noch nicht genug. So, jetzt. Pass auf. Kablamo. Sind wir von da gekommen? Ich glaube schon, oder? Da müssen wir dann, genau. So was. Eine Bank, das gefällt mir. Ach ja, ich bin jetzt wirklich gespannt auf Resident Evil 8. Dann nachher, heute Nacht, in ein paar Stunden. Ob mich das flasht, wie ich es hoffe, oder ob es eher so, passt schon, ganz nett wird. Da bin ich gespannt. Dass es mir gar nicht gefällt, kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Nachdem man ja die Demo schon spielen durfte und so, habe ich, glaube ich, schon eine gute Vorstellung, wie das Spiel ist. Und ich glaube, es gefällt mir ganz gut. Aber es könnte halt sein, dass es manchmal... Es gibt so Spiele, die haben irgendwie alle Zutaten und man denkt sich, eigentlich sollte es mir Spaß machen. Aber man merkt halt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie langweilig. Das könnte sein, dass mir das bei Resident Evil 8 vielleicht auch passiert. Aber ich glaube, das wird wunderbar. Ich hoffe es. Resident Evil, Held der Erde, kämpft damit Umbrella, zerschlagen werde. Kampf den miesen Biowaffen und den Menschen, die die Dinger machen. Yeah. Original Cloud. Song. Ja, in der Presse zumindest wird das Spiel sehr gespalten wahrgenommen, habe ich mitbekommen. Ich bin wirklich gespannt. Wir fangen von vorne an. Ich könnte mir vorstellen, dass Resident Evil 8 einfach, ne, entweder findet man es geil oder nicht. Kaum irgendwas dazwischen. Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Hallo, ich hab Zero Wins. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Das ist schon... Ich meine, es ist auch irgendwie... Wie gesagt, ich find's komisch, dass die Seile benutzt haben als Metapher oder Mittel zur Kommunikation. Aber es ist schon auch schön gemacht, dass hier, wo man stehen muss, Seile liegen und dann muss man dahin zielen, wo die Seile hängen. Passt schon. Ist gut gelöst. Ist nur komisch. Das sind die Stellen, nur da greift der Greifhaken und da haben sich schon ganz, ganz viele Leute mit dem Greifhaken hochgehakt. Oder wie? Aber die hatten Einweg-Greifhaken, nicht so wie unsere. Oder wie? Das macht nicht den Sinn mit den Sachen. Oh oh! Lauft! Das ist jetzt Final Bandicoot. Aus,
Es tut nicht so, als ob der nicht bald ein Boss werden würde. Genau, ich sag ja. Warum überhaupt weglaufen? Er wird ja sowieso ein Boss. So ein bisschen blitzen und so und dann wird das schon. Ach so, nicht Vita. Nee. Blitzra! Oh yeah, da guckt er. Barrett, solange wir MP haben, machen wir das weiterhin. Blitz den vom Himmel. Mehr blitzen. Oh yeah. In die nächste Phase geblitzt. Alles okay? Hallo, Arista. Wie geht's? Festhalten! Ganz schön haarig. Es ist noch nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, wie das im Original war. Deswegen kann ich da gar nicht weit reisen. Aber wie dramatisch die Musik hier gerade ist. So, jetzt gibt's dreifach gemoppelten Triple Blitz Deluxe Turbo. Nein, du gehst jetzt nicht in deine... Wir sind hier gerade beim Triple Deluxe Blitzen. Okay, gut. Ich dachte schon, er geht jetzt in die nächste Phase und ist immun gegen unseren nächsten Angriff oder so Blödsinn. Das hätte mich jetzt aber wirklich geärgert. Aber ist ja nicht so gewesen. Also warum klinge ich so verärgert? Ist ja nicht gut. Wir können jetzt auch gleich beschwören. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie Barrett beschwören kann, aber Barrett hat jetzt dann die Ehre. Oh, oder auch nicht? Doch, doch, da kommt noch eine Runde, oder? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wie bitte? Wie schmeckt dir das? Vergiss es. What? Jetzt kommen die... Achtet auf den Laser! Die... Wie heißen sie? Von Command & Conquer. Die Guten. Nicht Nod, sondern die anderen. Oh yeah! Mit ihrer Ionenkanone. Abschuss einer Nuklearrakete geortet. Esper-Fähigkeit. Himmelsschlag. Feuer frei. Tiefer. Esper-Fähigkeit. Auch Himmelsschlag. Nochmal. Cloud? Du nicht. Cloud, du machst Blitzgar. Ich habe vergessen, wie man blockt, Mensch. Ah, so. Gut. Ich schätze mal, das waren zwei Esper hier. Ach, weißt du was, das hat so gut funktioniert, machen wir es nochmal. Yeah! Der ist hinüber. Mit uns nimmt's halt keiner auf. Hallo, Mr. Hawkeye. Noch eine Runde, damit habe ich nicht gerechnet. Oder explodiert er jetzt? Verdammt! Er explodiert. Oh, hat das Steve gebaut? Hier haben wir Minecraft-Steve. Anscheinend, das war eine Minecraft-Plattform. Immer diese Crossovers. Ich meine, beide sind in Smash Brothers. Das ist nicht so unglaublich. Mr. Hawkeye, danke schön für die Bits. Hooray! Ein Bitregen ins leere Bitglas. Das aber dafür voller Abos ist. Besser als jede Achterbahnfahrt. Na, dann weiter.
Bin dabei. Auf in die Höhle des Löwen. Pizza ungenießbar. Verstehe ich nicht, warum das Achievement so heißt, das wir jetzt gerade bekommen haben. Von welcher Pizza reden wir hier? Vielleicht weil so ein Pizzastück oben aus der Scheibe gefallen ist und alles zerstört hat oder so. Quasi. Naja, keine Ahnung. Ist weit hergeholt. Ach doch, du sagst auch von der Pizza Midgard, ja? Anhalten! Was für ein freundlicher Empfang! Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung geht dann um stärker. Ich sehe nur wandelnde Erfahrungspunkt-Container. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Und unter der Tiefgarage ist die Tiefergarage. Da, 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 da. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Weil sie Tiefer heißt. Ich fühle mich geehrt. Tiefer aber auch sicherlich deren einzige Feinde. Irgendwas denk anderem an bedeuten kann. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Versteht ihr? Das klingt so ähnlich, deswegen ist es lustig. Oh. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Nicht für deinen Rachefeldzug. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal. Jetzt köpfiger als ein Bomber. Moment, hier geht's auch runter. Oh. Da vorne ist eine Erholungsbank, da gehen wir hin. Kostenlose Heilung nehmen wir mit. Und den Loot hier auch. Warum ist es eigentlich immer Nacht, wenn wir hier unten sind? Oder? Ich glaube, wir waren hier schon öfter so unter freiem Himmel. Aber immer nachts, nie tagsüber. Das ist doch der richtige Himmel da oben, oder? Oder ist der so verschmutzt? Ich schätze mal, so dystopische Riesenstädte sehen einfach nachts eindrucksvoller aus. Daran wird's liegen. Mir nach. Hi, T-Bone, wie geht's? Danke für die Bits, T-Bone. Das Glas wird voll. Hooray! Oh, wie unauffällig. Wie können die nicht sehen? Was für ein eingeschränktes Sichtfeld haben die bitte mit ihren Helmen? T-Bone, danke nochmal. Bei dir? Alles okay. Wir auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter.
der Kontrollpunkt wäre das. Ups. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Und warum wart ihr nicht ordnungsgemäß festgeschnallt? So kann doch keine Fracht befördert werden. Ich dachte, ihr seid die übliche Lieferung von drei random Personen, die immer hier auf dem Dach transportiert werden. Nein, jetzt hat sich der geheilt. Viel hat sie mir nicht gebracht, aber warum? Warum macht er das? Die waren danke nochmal. So blind wie die NPCs in Skyrim. Ja. Vielleicht haben die auch in Wirklichkeit, ne? Als würde man dem Skyrim-Händler einen Topf auf den Kopf setzen. Vielleicht sehen die einfach gar nichts darunter. Die schießen so nach Intuition. Oh ja, es ist Granatenzeit. Das wird ein Multikill. Multikill. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Flawless Victory. Nein, das stimmt nicht. Wir haben ganz schön was abbekommen. Nicht ganz flawless. Flawless. Ja, das ist schon super, ne? In Skyrim mit den Töpfen oder Körben auf dem Kopf von den Händlern. Weil es auch so schön zeigt, wie aber auch die NPCs funktionieren und wie schön das eigentlich designt ist. Dass die NPCs halt wirklich mit ihren Augen sehen und nur das sehen, was sie wirklich in ihrem Sichtkegel sehen. Und das ist einfach schön. Irgendwie. Viele NPCs in Spielen haben ja quasi mehr oder weniger, ne, magische Kräfte, wenn sie das wahrnehmen gehen. Und hier haben halt wirklich alle Gehör und alle Sichtfeld, das wirklich von den Augen ausgeht offensichtlich. Und nicht irgendwie vom Brustkorb oder so irgendwo, wie es normalerweise oft ist. Das ist schon toll. Und sorgt dann eben für so lustige Sachen wie, ich setze dir mal einen Korb über den Kopf und denkst wieder nichts mehr. Okay. Cloud, Hackentritt. Oder so, tiefer. Impulshieb. Könnt ihr durchtauschen. Hauptsache, jeder macht irgendwas. Gebet eigentlich gleich nochmal. Heilt TP aller Gruppenmitglieder. Ach, das ist gut. Muss ich mir merken. Kann man unter Umständen durchaus ab und zu brauchen. So, ich lade mal meinen Superschuss nach. Ja, das lohnt sich gar nicht mehr. Ich mach den halt so gerne. Oh, da kommt Verstärkung. Yes! Yes! Genau richtig. Ich wäre immer lieber heute liegen geblieben. Ihr verstärkt ihn hier. Es gibt so Tage, ne, da sollte man lieber im Bett liegen bleiben. Ich hab's einmal, hab ich meinen Schlüssel stecken lassen. Als ich morgens das Haus verlassen habe. Ich bin da in die Arbeit gegangen, hab meinen Schlüssel stecken lassen, war dann auch auf Arbeit, hab dann Schlüsseldienst gerufen und der war teurer als das, was ich an dem Tag in der Arbeit verdient habe an Geld. An dem Tag hätte ich mich einfach krank melden sollen. Hätte ich mehr davon gehabt. Aber naja, ich hab's überlebt. Aber war ein Minusgeschäft der Tag. Kein
kommt wieder eine Ladung YouTube-Abonnenten. Ich weiß immer noch nicht, warum die hier eigentlich angezeigt werden. Ich habe es auch in den Einstellungen nicht gefunden. Aber eigentlich wäre das gar nicht notwendig, weil... Weiß ich nicht, warum eigentlich. Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. Das ist doch komisch. Weil irgendwie auch nicht alle angezeigt werden, sondern nur manchmal. Ist das irgendwie so verknüpft, dass die jetzt, obwohl die auf YouTube abonniert haben, gleichzeitig irgendwie auf Twitch hier abonnieren? Oder wie? Oder was? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich verdiene mal mein Geld mit dem ganzen Zeug hier. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich muss nicht verstehen, wie es funktioniert. Ich benutze es nur jeden Tag. Hauptberuflich. Also warum sollte ich irgendwas drüber wissen? So. Warum sind die so zäh und halten so viel aus, weil die Schilder haben? Da müssen wir wahrscheinlich mit größeren, stärkeren Kalibern aufziehen. Was? Oder so ähnlich. Wie wär's mit Blitz? Die Schilde sind bestimmt nicht stromableitend. Oder so ähnlich. Oh, oder wie wär's mit einer Granate als Finale? Das ist doch schön. Nicht vor. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass da nochmal so viel kommen, dann hätten wir jetzt die Granate lieber aufgehoben. Mensch. Autsch. Diese Soldaten, diese ersten Soldaten A oder wie die heißen, Rang 3 Soldaten, genau. Die sind gar nicht ohne. Die sind gar nicht ohne, ey. Aber meine Granaten auch nicht. Das war's. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Verschwinden wir von hier. Nehmen wir die Rolltreppe. Wir haben echt schon genug Stress hier jetzt. So eine kurze Verschnaufpause muss schon mal sein, oder? Was ist mit euch beiden? Ihr müsst nicht die Rolltreppe nehmen, wenn es euch unangenehm ist. Vermacht mit. Barrett unschlüssig doch jetzt. So. Fehlt nur so. Ist schön, dass auch die dramatische Musik aufhört. Fehlt nur noch so Fahrstuhlmusik. Dum, 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 dum. So, weiter geht's. Jetzt bitte wieder das Orchester einsetzen. Oh oh, Boss Arena. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Doch kein Bossraum. Verdächtig. Sieht sehr verdächtig nach Bossraum aus. Ganz nett eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Also der Empfang ist irgendwie durch ein Kraftfeld geschützt. Sonst noch irgendwer eine Idee? Tiefer? Barrett? Irgendwas? Ne? Eine Laserbarriere. Ah. Die löst sicher Alarm aus. Diese wollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Warum kann ich denn nicht laufen spielen? Was ist denn jetzt? Danke. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Okay, von mir aus nehmen wir den Fahrstuhl. What could possibly go wrong? Oh, wir benötigen eine Schlüsselkarte. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht rauf. Hier werden anscheinend
Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Vielleicht an einem von den 500 Gegnern, die wir auf dem Weg hierher verprügelt haben. Am Empfangsschalter. Komm, wir ran. Oben durch das Loch. Vielleicht geht's ja von oben. Ich hab's zuerst gesagt. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Wir haben immer noch Seilpistolen, oder? Ich meine nur. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schiebt ihr in der Zwischenzeit Wache. Und dankeschön für die Bits. Ich habe auch im Vorfeld. Okay, ich versuche mal mein Glück. Resident Evil 1, das Remake, 4 und 7 nochmal jetzt gespielt, die letzten Tage und Wochen. Muss ich da jetzt was machen? Bin mir nicht sicher. Bisschen, oder? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich lenke jetzt mal in die. Nee, ich muss nichts machen. Die klettert automatisch rum. Also im Grunde nur nach vorn lenken, wenn sie fertig ist mit Klettern. Okay. Genau. 1, 4 und 7 habe ich jetzt nochmal gespielt. 4 gleich zweimal. Tiefer! Ei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt? Beim zweiten Mal mit dem endlosen Raketenwerfer. Und 7 finde ich schon immer noch gruselig. Ich muss schon sagen, wenn man das erste Mal, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, runter in den Keller zu den Pilzmonstern kommt, gerade mal eine Pistole mit ein paar Schuss und ein Messer, das ist schon... oh Gott, die Stelle hasse ich jedes Mal wieder. Tifa, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen ein Auto, da brennt sogar die Scheinwerfer, das läuft glaube ich schon, und fahren einfach voll in die Info da rein, in den Infostand. Oder? Machen wir das? Das ist jetzt mein Plan, ich find's gut. Oder wir schieben die beiden Teile vom Stargate zusammen und dann können wir ein Portal zu einem anderen Planeten öffnen. Das wäre Plan B, würde ich sagen. Sag halt du auch mal was, Tifa. Ich mache hier die ganze Zeit produktive Vorschläge und du rennst nur blöd in der Gegend rum. Was ist denn dein Plan? Soll ich da jetzt durchgehen einfach? Nein. Durchgehen wollen wir nicht. Okay, ich verstehe. Spiel, du kannst mir die Kontrolle wiedergeben. Danke, ich hab's verstanden. Wir gehen nicht durch das Kraftfeld. Bauen wir uns aus den Teilen hier eine Lokomotive? Ja, ich glaube, das ist auch nicht des Rätsels Lösung. Okay, das hier sieht komisch aus. Was sehe ich denn hier? Auf der Map sieht es komisch aus, aber so eigentlich nicht. Kein Stargate. Das sieht verdächtig nach, hier könnte man klettern aus, oder? Aber hier hört es auf. Ich glaube, du kannst auf eines der Autos klettern. Ach so. Ah, hier, da ist ein Pfeil am Boden. Ja, okay. Naja, gut. Hä? Okay. Vielleicht kann ich auch... Ah, aber wenn ich auf das Auto klettern kann, kann ich vielleicht auch auf andere Sachen klettern. Und dann, genau, ergibt sich ein Bild. Das wollte ich gar nicht. Können wir wieder runter? Danke. Ich wollte eigentlich hier an die Leiter. Ich verstehe, eine Art Multiweg-Kletterrätsel. Wo aber nicht wirklich der Kletterskill, wie in dem alten
Prince of Persia oder so notwendig ist, sondern wirklich nur ein reines Labyrinth im Grunde. Auch interessant. Da muss ich ein bisschen an Mario World denken gerade irgendwie. Fehlt nur, dass jetzt oben Schildkröten rumkrabbeln, die ich verkauen kann. Auf Knopfdruck. Fände ich gut. So, jetzt. Puh. Es ist schon beim Zusehen super anstrengend, finde ich. Was jetzt tiefer? Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Jetzt heißt es durchhalten. Nur noch okay. Ein Stück. Ach so, Mist. Ah, oh, Mist. Ich darf die Kamera nicht zu weit drehen, weil sonst dreht sie sich. Warte mal, wir sind hier schon richtig tiefer. Geh runter. Okay, jetzt vorsichtig. Wo gehen wir lang? Scheinbar nirgends? Doch. Okay. Yes. Ich habe so Angst, ich weiß nicht, ob man runterfallen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe furchtbar Angst, dass doch, dann wär's blöd. Okay. Ich frage mich, ob jetzt dann noch die rote Laserwand kommt, durch die man sich so durchschlängeln muss, wie in jedem guten Heist-Movie. Und auch vor allem den nicht so guten. Aber hauptsächlich in den Parodien von Heist-Movies. So, jetzt bin ich gespannt, weil der Sprung wird irre. Nicht schlecht. Ich verstehe es nicht. Soll ich wiederholt drücken? Okay, ich drücke wiederholt. Ja, wiederholt drücken. Wie kommen wir jetzt wieder raus? So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Na, Gott sei Dank. Das wäre jetzt echt blöd sonst. Hat funktioniert. Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tiefer, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo. Das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Metatron meinte, wir sollen lieber die Treppe nehmen, oder? Weil es lustiger ist. Na gut, Barrett, es tut mir zwar echt im Herzen weh, Barrett einen Wunsch abzuschlagen. Aber dann nehmen wir die Treppe. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was ist. Feuertreppe. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir halt die Treppe. Für Metatron! Geronimo! Achso, Moment, da lang. Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Sind doch bloß ein paar Treppen. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wehe, ihr hetzt. Barrett sieht ehrlich gesagt nicht wie der typische Typ aus, der keinen Bock hat, Treppen zu steigen. Der sieht eher wie jemand aus, der die Treppen, nachdem wir oben sind, nochmal runterläuft, um sie nochmal zu steigen. Auf den Händen.
sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Die werden leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchend da ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Können wir langsam mal eine Pause machen? Mensch, Barrett! Wollen wir es nicht aufgeben? Ihr könnt es auch auf mich schicken. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Oh, könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tiefer, ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Ich wohne zwar nur im dritten Stock aktuell, aber nach dem Einkaufen fühlt sich das genauso an wie das hier. Hey, nicht so schnell! Aber ich muss jedes Mal, wenn wir einkaufen waren, an Death Stranding denken. Das ist einfach die perfekte Metapher. Genauso, da wird der Rucksack vollgepackt und dann noch der andere Rucksack und dann links und rechts noch Taschen und dann noch Taschen über die Schulter hängen. Das ist super. Na zum Glück! Kletter ich gerne. Cloud, kümmere dich um Barrett. Ja. Hä? Ich kann dich nicht hören. Barrett kannst du mir überlassen. Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Vergiss es. Da ist er. Ich dachte, ich muss ihm wirklich helfen jetzt. Aber geht scheinbar. Oh. Gleich haben wir die Hälfte geschafft. Ich krieg nur vom Zugucken Seitenstechen. Hey, ihr beiden, wo bleibt ihr? Yo! Sind ganz nah an dir dran! Du bist ja auf einmal so fit. Muss ein Treppen hoch sein oder so! Ja, schon klar. Erschöpft? Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Oh, jetzt kann Cloud gar nicht mehr. Super! Dann spurtet mal los! Immer langsamer. Vorbildlich, Barrett. Wenn ich stehen bleib, fall ich doch tot um! Das müssen wir natürlich verhindern. Los! Das ist schon eine witzige Passage, so ein Spiel. So, noch 20. Wir haben zwei Drittel geschafft, Barrett. Nicht mehr lange. Ist das ein Rennen? Bei Tifa ist schon auf 44. Aber ich kann hier gar nicht schneller. Ich glaube, Barrett hat uns gerade überholt, angeblich. Ja, da ist er. Ich drück ihm die Daumen. Komm schon, du packst Tifa auch noch. Mach jetzt nichts vorbei. Er macht's wirklich. Glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Mann, Cloud. Das war jetzt selbst. Ach, von Gladio hat der die Synchronstimme. Nicht so krass. Sollten wir. Ah, da habe ich nur die englische im Ohr. Fällt mir gerade auf. Tifa hat noch zwei Stockwerke Vorsprung, aber es sind auch noch 11 zu laufen. Barrett, du schaffst es. Ja, nur noch eine Etage. Endlos. Aber wenigstens braucht man nicht kämpfen. Lass es bitte. Ja, lass es. Wieso? Ich
Unglück heraufbeschwören wollen. Ja, klopf lieber dreimal auf Holz. Haha, leiste mir deinen Kopf. Halt einfach den Mund. Das war's. Etage 52 und Cloud ist am Ende. Schön, wie das auch musikalisch so untermalt wird. Oh, Barrett kann auch nicht mehr. Ich hätte gedacht, Barrett überholt tiefer noch, aber nee. Barrett, du musst innen laufen, dann sind die Kurven kürzer. Jetzt sind es nur noch 5 Stockwerke. Jetzt macht es auch keinen Sinn. Oh, du willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Manchmal musst du Gefühle verstecken. Warte auf uns! Warte auf uns! Ich glaube, wir sind da. Geschafft. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. Los geht's. Materia Genesis. Genese. Ist ja ungefähr 70, das gleiche. 80. 90, 100, 110. Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmateria. Mit Verlaub, Zeit für ein Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Mischt hinterher alles schön auf. Ha. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Na dann. Hey, seht mal. Klaus, komm mal rüber. Hey, seht mal. Klaus, komm mal rüber. Come on over, baby. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht.
und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Wie im wahren Leben quasi. Oh, sind wir jetzt auf der Zitadelle. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Da stehen Menschen. Sind das Zivilisten einfach nur anscheinend? Ich glaube, ich brauche eine Pause. Aha, na dann. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Wenn man sprintet, hat er echt keine gute Kurvenlage, der Cloud. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. So, müssen wir jetzt wirklich ins Museum? Wahrscheinlich. Dann bin ich mal gespannt. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns sowie der Markostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Know your enemies, Barrett. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Ist doch gut, vielleicht lernen wir neue Schwachstellen kennen. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst.
Darf ich jetzt schon weitergehen, Spiel? Mache ich irgendwas falsch? Bin ich hier wirklich falsch abgebogen oder soll ich mir hier... Ah, okay. Ich war nur zu ungeduldig. Das sind sie, die fünf Lords. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt. Werden hier jetzt quasi die Antagonisten eingeführt durch diese Museumstour? Das ist ja eine sehr nette Idee. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ich finde es irgendwie nett, dass diese Kampfläufer hier wie im Grunde wie Oldtimer aussehen, ne? So ein bisschen mit diesem Schutzblech vorne. Wie so ganz alte Autos. Hat der wirklich keine Beine? Oder warum ist stets sein Hologramm so niedrig? Ist es nicht so niedrig, oder? Wie bitte, was habe ich zu das hier lesen? Ah, aber lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung, um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Mako haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. Warte mal ganz kurz, ich muss schnell einen Stecker für meinen Controller. Ich glaube, ich habe einen hier. Ich habe hier schon was vorbereitet. Sehr schön. Zum Glück hat die Switch und der PlayStation 5 Controller beide schon den aktuellen, den neuen USB-Anschlussstecker. Das ist komfortabel. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Er sieht ein bisschen aus wie Cloud, ne? In voller Montur jetzt. Wenn Cloud die restlichen Teile seiner Rüstung hätte, würde er ungefähr so ausschauen wahrscheinlich. Ausstellung über die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Mako-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Bitteschön. Moment mal, ich unterstütze sie eigentlich gar nicht. Außer du meinst mit unterstützen alle umbringen. Dann, ja, ist halt Definitionssache. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist?
und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Naja. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Hab ehrlich gesagt schon bessere Museumstouren gesehen. Aber gut. Und jetzt bitte die Tür aufmachen. Oder ist die Ladezeit noch nicht vorbei? Ja, ich schaue es mir fertig an. Okay. Cloud, wo guckst du denn hin? Schau doch auf den Bildschirm. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Marco Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Jaha, ich kann vor Aufgeregtheit gar nicht mehr still sitzen. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Jetzt nicht mehr. Und Tag und Nacht frisches Marco fördern. Marco ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Marco-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Marco hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Das Spiel ist so herrlich gesellschaftskritisch und versteckt's nicht mal großartig. Finde ich gut. Mag ich. Dabei sitze ich hier vor meiner PlayStation 5 und spiele dieses Spiel und bin selber Konsument und Opfer dieser Bequemlichkeiten, die mich davon abhalten, was zu tun gegen die ganzen Ungerechtigkeiten da draußen. Ist halt so. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Okay, von mir aus kann es losgehen. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Oh, Holodeck! Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Ach, mir wird so schlecht werden. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit.
Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte, und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Okay, das sehen die anderen jetzt aber auch, ne? Sonst hätte ich gesagt, jetzt hat er wieder Flashback. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, ihr Kid. Was? Hat das zu bedeuten? Das frage ich mich auch, was das zu bedeuten hat. Schmalz im Tee? Wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Was? Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Ich muss das nachher googeln. Schmalz im Tee. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hutt. Pizza the Hutt. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert. Und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Aber... wir sollen ihm wohl folgen. Was ich mich gerade wirklich frage, ist Tee mit Fett nicht einfach nur eine Brühe? Ist das nicht eher Suppe? Was ist der Unterschied zwischen Tee und Suppe und Brühe? Jetzt wird's philosophisch. Eine Bibliothek? Schaut mal, ob da ein Buch über Suppen und Brühen und Tees steht vielleicht. Würde mich gerade interessieren. Hm.
Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Hi, Chris Game, hallo. Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Okay, ich habe während der Cutscene mal kurz gegoogelt, weil es mich nicht losgelassen hat. Und ich finde nichts. Ich finde nichts zu Schmalz im Tee. Weiß nicht, was der hatte, der Kerl gerade. Domino erwartet euch. Eine widerliche Angewohnheit. Was ist denn das hier? Fahren wir jetzt, dass wir in der Matrix sind? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Haben wir den Simulator überhaupt jemals verlassen? Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht? Dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte, ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid, dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Herr Praxer, danke fürs Abonnieren und fürs Glas in die Luft sprengen. Hallo. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter?
Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Tiba, nochmal danke. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Ein Hoch auf... Ihr sagt ein Hoch, nur und ein wer Hoch. Auf den... Ist das klar? Ist klar. Ich sag ein Hoch. Na dann. Tschüss, Bürgermeister. Du seltsame, seltsame Gestalt. Und wohin gehen wir jetzt? Da lang. Los geht's. Huah. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. Aber wohin jetzt? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hier geht's nur wieder runter, oder? Aber beim Bürgermeister geht's nicht weiter. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht müssen wir erst nochmal runter, damit wir wieder hochkommen oder so. Überall diese Roboter. Für was sind die eigentlich? Abstaubroboter? Leseroboter? Geht's hier vielleicht einfach weiter? Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ausrufezeichen. So, eins. Dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen. Damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du. Die Haut ist auch ein Organ. Du sogenannter Wissenschaftler. Bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla. Dachte, das kommt bei mir irgendwo her, das Piepsen. Ich war gerade echt verwirrt für einen kurzen Moment. Angst. Ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät, aber die Sache im Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Okay. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung? Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dann setzt eine Karin darauf an. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Ich habe mir das vorher schon gedacht. Wir sind so fucking auffällig. Warum ruft niemand die Wachen oder so?
Ich meine, ist nicht sogar echt explizit nach Barrett schon gefahndet worden mit Beschreibungen und so? Der ist eine recht auffällige Gestalt mit seinem Gatling-Arm. Den er auch nicht gut verstecken kann. Oder halt einfach nicht versteckt. Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Alles klar. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lehrt mehr, wenn du mich fragst. Wer sind Sie? Sie sind wunderschön. Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf. Genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Was? Warum? Das ist doch jetzt hier. Also bitte. Was ist? Wollt ihr etwa aufgeben? Einfach so rück ich die Karte nicht raus. Ja, du Trottel. Dann gehen wir halt in den Kampfsimulator. So. Los geht's. Nichts überstürzt. Es geht los. Okay. Barrett, machen wir fertig. Feuerstoß. Schockschuss. Jetzt Cloud noch eben kurz drauf blitzen. Ich glaube, mit Blitzgar erwischen wir vielleicht beide sogar, oder? Ist doch gar nicht mehr nötig gewesen mit dem Blitzen. Aber damn, haut das rein. Sehr schön. Verdammt, ey. Abraxe, dankeschön! Für die Bits! Wie viele 33er Stapel sind denn das? 1000 mal 33 Bits oder so. Dankeschön! Alle fallen links und rechts kreuz und quer über den Bildschirm. Nur nicht ins Glas. Blitzka! Weißt du, was jetzt machen wir? Die super Blitzparty hier. Sie kann wieder nicht blitzen, ne? Dann mach du ruhig irgendwie Hackentritt oder was weiß ich. Cloud? Let's go! Oh, Limit, Granatenzeit, yes! Weiß nicht, warum ich jetzt auf das linke Sägeblatt ausgerechnet ziehe, aber das hat dir eh Flächenschaden, oder? Und jetzt noch ein Schockschuss hinterher! Noch nicht ganz voll. Tika, jetzt. Hast du irgendwas? Du hast gar nichts, was zwei Aktionspunkte braucht, oder? Dann mach nochmal Blitzra. Abraxe, nochmals danke. Der wird mit Gläser so voll sind. Wenn das Glas so voll ist, dann funktioniert die Physik irgendwie nicht. Das ist ganz komisch und drucklig. Ich find's ja irgendwie lustig. So, na also. Ich glaube wirklich, da ist schon zu viel im Glas und deswegen stimmt die Physik von diesem Ding nicht mehr. Keyboard, dankeschön! Jetzt kommt die Bombe, oder? Zum Glas leer sprengen. Ne, merkt ihr es? Wenn ein paar aus dem Bildschirm fallen, werden die schneller auch schon. Da ist wirklich einfach irgendwie dieses Plugin überfordert, wenn so viel passiert. Oder ist es mein Rechner, der überfordert ist? Ich weiß es nicht.
So, reicht das schon? War das die Probe, die wir machen müssen? Oder kommt da noch was? Weil so Arena-Kämpfe habe ich wirklich keinen Bock jetzt drauf. Die will ich jetzt nicht machen. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinter. Praxis nochmal, danke. Den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Noch eine Bombe. Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Achso, T-Bone meine ich, war das. Entschuldigung. Jetzt, Abraxe. Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Ah, die fallen immer noch so komisch. Keine Ahnung, was das Glas gerade macht. Ich versuche mal was. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt werde ich das Glas mal neu starten. Dann fällt auch alles wieder rein. Ist das das Glas? Nee, ich weiß nicht. Aber ich merke gerade, dass Streamlabs ganz schön lahmarschig insgesamt ist. Okay, jetzt passt auf Charweck und Char wieder her. Na, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, dann versteht ihr wahrscheinlich überhaupt nichts, aber ist nicht so wichtig. Es geht um ein echt witziges Plugin. Oh, das Char kommt nicht mehr. Ich habe es wieder aktiviert. Da ist es! Und jetzt müssten aber die Sachen, die drin waren, wieder reinpurzeln normalerweise. Eigentlich. Hallo? Habe ich jetzt das Glas ganz leer gemacht für immer? Das wollte ich nicht. Ha, ich dachte wirklich, dass das, was drin war, wieder reinpurzelt. Okay, sorry. Ich habe es ausgeleert. Das war gar nicht meine Absicht. Abraxe! Dankeschön! Aber jetzt fallen sie wieder schön. Guck, genau. Jetzt funktioniert es wieder einigermaßen zumindest. Ich meine, die kommen jetzt in zwei Reihen und stoßen deswegen oben schon zusammen. Cool. Oh, T-Bone liegt gleich noch mit drauf. Okay, jetzt wird's wieder chaotisch hier. Was für ein Herzregen. Es wäre so cool, wenn die unten liegen bleiben würden. Ich würde gern dieses Physikfeld von dem Glas auf den ganzen Stream ausweiten, dass die am Glas vorbeifallen, unten am unteren Bildschirmrand liegen bleiben oder so. Und dann am besten voll interaktiv, dass wenn irgendwie Explosionen im Spiel ausgelöst werden oder sowas, dann fliegen die durch die Gegend. Ach, das wäre toll. Na gut, Shinra Kampfsimulator. Neue Kämpfe freigeschaltet. Ja, aber wie gesagt, die will ich gar nicht machen, die Kämpfe. Ich will lieber weitermachen. Mit Storyline. Na gut, okay, das Lied hole ich mir. So viel Zeit muss sein. Und ausruhen können wir uns auch schnell. Ja, das wäre cool, ne? Wenn das Glas splittern könnte bei ganz großen Spenden, bei ganz großen Bitbeträgen oder so. Das wäre wirklich witzig. Da könnte man noch so viel rausholen aus diesem Feature. Ich finde es jetzt schon so lustig. Aber da könnte man noch so viel machen. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen! Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Los, weiter. Ja, ist sogar fest eingeplant, Abraxe. Wenn es alles funktioniert, und es dürfte eigentlich alles funktionieren, ich habe schon runtergeladen, Pre-Download und so weiter, ist alles vorbereitet, dann spielen wir von 12 bis 1 noch die erste Stunde gemeinsam im Stream.
wir hier richtig sind. Wir müssen höher, aber erst werfen wir alle Stühle um. Das hat Shinra jetzt davon. Wer den Planeten zerstört, der darf auch nicht bequem sitzen. So. Das ist eine gute Regel, finde ich. Es muss doch was geben, was wir tun können. Es muss doch was geben, das ich jetzt tun kann, um hier weiterzukommen. Wie heißt denn genau unser Missionsziel? Und wo ist es? Da hinten irgendwo. Auskundschaftung. Na, das ist jetzt, sagt mir nicht viel. Aber wahrscheinlich müssen wir doch tatsächlich wieder runter. Und zurück, wo wir hergekommen sind. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Den Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Ah, lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrechern niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Und alle sind immer. Dafür werde ich alle eure Stühle vernichten. Schade, dass ich die Stühle, auf denen Leute schon sitzen, nicht auch wegschubsen kann. Viel Glück bei der Terroristenjagd. Danke. Genau, stellt euch mal vor, wie cool dieses Spendenglas wäre, wenn das wirklich, wie er Praxe meinte, splittern könnte, wenn große Bitbrocken reinfallen und dann sogar kaputt gehen könnte. Richtig, ne, wenn der 10., der 11., wie auch immer, große Bit reinploppt oder Abo oder sowas, dann macht es plötzlich BOOM und das Glas zersplittert und Bits fliegen über den ganzen Bildschirm. Es wäre der Hammer. Ah, ich find's wirklich cool. Tja, aber ich schätze, das Glas ist so, wie es ist, auch nett. Aber wo müssen wir jetzt hin? So ein Chaos. Was sollen wir denn tun? Ja, ein voller Magen und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? Nein. Der habe ich gezeigt. Bist du mal verwirrt? Hey, wer stellt denn hier die Stühle wieder auf? Schweinerei. Ich will von all dem nichts wissen. Bin ich irritiert. Ich telefoniere. Meinst du, dass wir jetzt in einen Krieg hineingezogen werden? Stimmt, hier das oben, das über uns ist unser Ziel. Schau da, da oben, oder? Auf dem Gitter. Die Rettungstrupps gut voran? Muss ich da doch von oben über die Blechstreben hüpfen. Schauen wir mal. Nee, sieht nicht so aus. Spiel, ich brauche einen Tipp von dir. Hier kann ich sitzen und Kraft tanken, aber sonst nichts. Versteh das nicht. Da geht's auch nicht. Hilfe! Auch keine Seile, die irgendwo rumliegen für die Seilpistole oder so? Wo wir doch dachten, dass wir uns im Krieg nie wieder sorgen müssen. Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut vor. Okay. In Ruhe die Karte anschauen. Also hier geht's echt nirgends weiter, auf jeden Fall. Wenn ich zurückgehe, soll ich mal, ich gehe mal, aber wahrscheinlich ist es Blödsinn, aber ich gehe mal ganz weit zurück. Bis an den Anfang des Spiels. Aha, nein, wollt ihr mich verarschen, tatsächlich. Da, also wirklich Questmarker, was zur Hölle? Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert?
Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Voll Crusader, danke schön. Solange sie nur handeln. Für die Spende. Allerdings wäre da noch eine Sache. Eine Zeitlupe im Glas vorbeifallen. Trotzdem danke. Hat es mir erzählt. Voll nett von dir. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Harris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. So. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Nichts überstürzen. Ein Zeitpunkt zum Verschnaufen, die Rolltreppen. Müssen wir nutzen. Ich hatte als Kind immer furchtbar Angst, dass ich da vorne reingezogen werde. Am Ende der Rolltreppe. Bin da immer mit einem riesen Sprung so drüber gesprungen. Ich glaube, meine Eltern meinten, dass ich das zum Spaß mache, weil ich spiele. In Wirklichkeit habe ich aus Terror gemacht. Aus blanker Angst. dass ich nicht von der Rolltreppe gefressen werde. Und tot. So schnell kann es nämlich gehen. Mittlerweile habe ich kein Problem mehr mit Rolltreppen. Ich habe mich mit denen arrangiert. Komm, gehen wir rein. Bringen wir gleich alle um, dann haben wir gewonnen. Durchgespielt. Damn it. Oh, das hätte uns so viel ersparen können. Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Mach's gut, Fallen Crusader. Ciao und danke nochmal. Oh, nochmals danke für die Bits. Die Bitbombe. Wenn die im Glas landet, dann macht's gleich wieder Kapuschko. Blatschka. Yeah. Schön. Hi, McFly. Fällst du auf? Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Wow, was für Spiegelungen. Oh Gott. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den danke. Ja, immerhin ein paar landen im Glas. ja, die Spiegelung ist echt irre, oder? Was ist denn das für ein Trip? Wow, guck mal, die Spiegelung beginnt vor allem irgendwie, guck mal auf die Spitze von unserem Baseballschläger. Das ist voll der Trip irgendwie. Als würde die Spitze von unserem Baseballschläger eine gerade Linie zu unserem Spiegelbild-Baseballschläger bilden. Und es ist voll 3D irgendwie in den Raum rein. Meine Güte. Schön. Meine Güte, ist das schön. So, jetzt kommt der Metal Gear Part. Habt ihr alle eure Kartons dabei? Damit ihr nicht entdeckt werdet. Das wichtigste Spionagewerkzeug ist ein Karton. Was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Abraxe, nochmal danke. Gut. Aber ich gehe vor. Ja, zwei Spiele gehen mir da durch den Kopf. Metal Gear Solid und GoldenEye 007 auf dem N64. Da beginnt auch das erste Level. Oder das zweite Level. Das ich auf jeden Fall am meisten gespielt habe, auch in einem Lüftungsschacht über dem Klo.
wie der Film auch. Tolles Spiel war das. GoldenEye war schon der Hammer. Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Das Vieh... Ah, ich weiß, was du meinst. Das, wo sich jeder so eine kleine Figur aussuchen kann, ne? Grundsätzlich schon. Grundsätzlich will ich das auch einbauen. Da muss ich mich nur mal hinsetzen und das machen. Da bin ich halt wahrscheinlich bestimmt ein paar Stunden beschäftigt mit Einstellen und alles. Da muss ich mir mal die Zeit nehmen. Da bin ich bis jetzt noch nicht dazugekommen. Aber grundsätzlich mag ich das Feature auch gerne. In den Streams. Dass dann jeder seinen kleinen Avatar unten im Bildschirmrand hat und Blödsinn machen kann. Finde ich schon auch cool. Wenn ich irgendwann mal wieder ein bisschen weniger am Hut habe, dann mache ich das. Ich habe auch gesehen, weil ursprünglich das, was nämlich Cluedo zum Beispiel benutzt, muss man auf Steam kaufen. Aber ich habe gerade eben vorher gesehen, ich habe es sogar schon aktiviert, aber noch nicht eingestellt, gibt es das jetzt, glaube ich, auch kostenlos als richtiges offizielles Feature hier auf Twitch. Das muss ich mir mal anschauen. Das habe ich jetzt nur kurz vorm Stream entdeckt. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt. Genau, nach Resident Evil 8. Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier... Neo-Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber... Wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering.
Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Aris. Los, hinterher. Okay, wie, wo, was, wann? Wohin? Ich hoffe, ihr wisst, wo es lang geht. Ich laufe nämlich euch nach. Okay, das sieht gut aus. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ein Bambuspross. Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Muss ich da lang gehen? Ich glaube schon. Gehen wir einfach mal. Ich glaube, wir haben uns eigentlich vorher gerade ausgeruht, ne? Aber ich meine, na gut, warum nicht? Warum nicht nochmal ausruhen? Lieber doppelt ausruhen wie zu wenig. Ausruhen. Oder so. Ist bestimmt ein altes Sprichwort. Und wenn nicht, sollte es halt sein. Machen wir es jetzt zu einem neuen Sprichwort, dann ist es in 100 Jahren auch ein altes Sprichwort. Fielen nur die Supermutanten in den Tanks. Wären aber kleine Supermutanten. Nein. Ich sollte doch lieber... Obwohl... Vielleicht doch lieber das... Wie unaufmerksam kann ein einzelner Mensch sein? Wir sind nicht gerade leise hinter ihm zu dritt. Stehen bleiben! Ah? Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall... Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hätt'ste gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet.
Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Käfer. Die Bauern, dankeschön. Gnade. Gibt es nicht. Oh, noch 3,5 Stunden, bis Resident Evil 8 endlich kommt. Gut, dass wir hier jetzt noch ein bisschen Final Fantasy und danach noch Witcher spielen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, weil ich... Cthulhu! Okay, haben wir erstmal die Käfer, würde ich sagen. Ich denke, sie erstmal auf Barrett. Wär's mit Schackschuss? Cloud, könntest du mir mal einen Gefallen tun und den Boss analysieren? Okay, Prototyp H0512. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung, hochgradig anpassungsfähig, kann sich inmitten eines Kampfes weiterentwickeln. Ein Pokémon quasi. Ja, ein Pokémon. Künstliche Lebensform kann sich weiterentwickeln. Also, mehr HP hat es auch noch oder TP. Mehr brauche ich gar nicht wissen drüber. Wir haben es hier mit einem Pokémon zu tun. Im Grunde Mewtwo. So ein bisschen. Ein anderes Mewtwo. Naja. Zeigt zudem außergewöhnliche Kräfte und Regenerationsfähigkeiten. Ein Pokémon. Prototyp H051 ist aber ein komischer Pokémon-Name. Vielleicht lese ich es falsch. Vielleicht ist das Lied... Hosis. Okay. Hosis. Los geht's. Ja. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was Hoses für Schwachstellen oder sowas hat. Wahrscheinlich eh keine. Aber ich schaue nochmal nach. Leichte Resistenz gegen Blitz. Okay, also alles außer Blitz. Oh, ich glaube, der hat uns irgendwie in der Mangel. Tifa, du bist dran. Hackentritt. Wie wär's mit einem Schockschuss? Unarmed. Okay. Barrett, Schockschuss. Gleich ist er schockanfällig. Yes. Cloud. Ende mit Schrecken. Nein, jetzt geht das Ende mit Schrecken daneben. Weil er... So, ich hasse das. Das macht das Spiel so oft, dass die Gegner dann plötzlich in irgendeine Cutscene wechseln, um ihre Phase zu verändern. Und dann gehen immer meine coolen Moves daneben. Ah, oh, sowas nervt mich. Kann er schon noch mehr Legend of Zelda Augenspinnen ausspucken. Was soll der Scheiß? Nervt mich trotzdem. Schockschuss! Tifa! Tifa hat ja wieder nichts, was zwei braucht. Ne? Mach einfach Feuer auf irgendwen. Und dann Tifa nach noch einen Hakentritt auf irgendwen. Oh, achso. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Hier kommt Berger!
Warum er beim Feuerstoß immer automatisch auf die Kleingegner wechselt, würde ich gerne mal wissen. Der hat Barrett echt lieb, Cthulhu, oder? Ich werde ihn knuddeln und knuddeln und ganz doll lieb haben, bis eben die Luft wegkommt. Barrett! Beschwören! Shiva! Der Schieber macht das schon. Wie wär's mit Himmelsschlag? Aber auf den Beruf bitte. Cloud! Himmelsschlag! Auf den Großen bitte! Okay, warte mal, Barrett. Jetzt brauchen wir kurz dein Gebiet, glaube ich. Ja, das halt aber nicht sehr gut. Egal, offensiv. Solange jetzt unser Esper hier ist, bleiben wir offensiv. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einen kleinen Gegner anvisiert, oder? Ja, er wäre eh ausgewichen wieder mit seinem blöden Schulterstoß. Ach, bist du ein nerviger Batzen. Hey, Meister Titus. Ja, um 12 geht's los. Wenn alles klappt. Noch eine Stunde bis 1 heute. Oh, oh, Barrett ist ein bisschen tot. Ist aber, glaube ich, kein Problem, weil Barrett kann Engel, verdammt. Aber wir haben bestimmt auch eine Phönixfeder. Wir haben 27 Phönixfeder. Na dann. So, okay, jetzt brauchen wir noch einen Megatrank für Barrett. Was passiert hier? Kann irgendwer noch schnell Barrett heilen? Danke. Barrett, es ist Limitzeit. Granate. Natürlich auf Pokémon Hosis. Wir brauchen mehr Heilung. Wow. Aber bald haben wir ihn und er ist gleich wieder geschockt. Jawohl. Leider ist er schon wieder entschockt, verdammt nochmal. Feuerstoß, das war's dann wahrscheinlich. Yes. So. Das war ein ziemlich wilder Kampf gegen Cthulhu. Gegen Poke Cthulhu. Pokulu. Ah, was ich wirklich so gern hätte im Resident Evil Universum wäre ein XCOM. Ein XCOM-Klon. Resident Evil würde sich so perfekt anbieten dafür und das wäre so cool. Mit
so eine BSAA-Basis, die man managt mit Rekruten, mit eigenen Fähigkeiten, eigenen Level-Ups. Und dann fliegt man die zu irgendwelchen Einsätzen, wo man gegen die verschiedensten Biowaffen kämpfen muss. Aus allen möglichen Teilen, alles Mögliche. Es wäre so cool. Das wird so gut passen auch. Zum Setting und alles. Es wäre toll. Anti-Bioterrorismus-Truppe. Rundenbasierenden Kämpfen. Ich find's toll. Ihr seid so gütig. Dank eurer Mitarbeit habe ich wertvolle Kampfdaten gewonnen. Du hast echt die Ruhe weg, Mann. Die Auswertung der Daten hat mir verraten, wie viele Gardisten ich brauche, um euch endgültig in die Knie zu zwingen. Träum weiter, Weißkittel. Wir werden Eris befreien. Befreien? Wieso das? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie niemand gezwungen, zu uns zu kommen. Oder sollte sie am Ende etwa eine Art persönlicher Besitz von euch sein? Ihr habt sie mit Marlene erpresst, du Witzbart! Unsere Ansichten divergieren wohl. Ernsthaft, wir haben gerade dein Cthulhu kaputt gemacht. Das nicht, aber hier werden kostbare Versuchsobjekte aufbewahrt, die Geschichte schreiben könnten. Also seid bitte vorsichtig. Ja, wirklich, und jetzt kommst du mit 5 zu Hanseln. Hör von mir aus. Limit auf. Ja, cool. Toll. Dann beenden wir den Kampf. Mit ein bisschen Glück. Ah, nee, zu weit weg, der da hinten bleibt. Aber gut, der macht auch nicht lang. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Eine Echtzeit-Aufbaustrategie. Aber zu spät. Auch nicht schlecht. Indem man dann seine eigenen Biowaffenarmeen quasi diese produziert. Warum nicht? Ja. Ach nein, bist du nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wieder an dich. In Wirklichkeit bist du nur ein... Kann er die auch sehen? Was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Sind in den Tanks da hinten eigentlich Meyer Lords? Ihr seid gekommen! Ja. Eris! Tifa! Oh oh, jetzt kommen die Jedi. Die Sith Lords sind da. Marlene geht's gut. Dank dir. Wir reden später. Vertraue der Macht, Cloud. Ich zähle auf dich. Aber schnell schockiert. Wir haben keine gute Schockresistenz. Ich meine, die sind die Roboter oder sind die Menschen? Feuer oder ich mach mal Blitz. Ja, ist gut. Und jetzt noch eine Granate und dann haben wir es eh schon. Naja. Cloud? Tifa, du darfst auch. Cloud? Mach Ende mit Schrecken. Oh, was ist denn jetzt? Der hat seine Rüstung verlassen und ist jetzt auf einmal ein Ice Skater geworden. What? Warum? Okay, habe ich nicht gerechnet mit. Hm.
Wir sind in einer Todesspirale gefangen. Was war denn das bitte? Los. Aerith! Was jetzt? Ihr nach. Willst du Streit? Warte! Er tut uns nichts. Was ist das für ein Viech? Interessante Frage. Oh, echt nicht? Ihr wollt wissen, was ich bin? Ich kann nur sagen, dass ich das Wesen bin, das ihr vor euch seht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mich akzeptiertet, wie ich bin. Bin das kleine Ich bin ich. Tolles Kinderbuch. Die Kennung, die mir Hojo gegeben hat. Und wie lautet dann dein richtiger Name? Er ist entkommen. So ein Mist. Was nun? Für Final Fantasy VII meinst du? Oh, wow. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber im nächsten Stream werden wir dann wahrscheinlich fertig.
Hey, Reno, wie wäre es, wenn du deine Wunden versorgst? Würde ich ja gern. Unternehmen wir nichts wegen Sektor 7? Was können wir schon tun? Überhaupt, war das nicht ein bisschen übertrieben? Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Und diesem jemand haben wir erspart, sich die Hände schmutzig zu machen. Betrachtet es einfach so. Du verlangst das Unmögliche. Gut, wie ist es dann hiermit? Die Opfer waren nötig. Für die Balance. Ha? Man darf nicht nur nehmen. Man muss auch mal geben können. Das meinst du nicht wirklich ernst, oder? Wer weiß. Ja, habe verstanden. Der Vizedirektor ruft. Der Vizedirektor. Cloud. Na endlich. Du bist wach. Bist du okay? Ja. Wo sind wir? Hier habe ich gelebt, als ich ein Kind war. Ohne Termin. Willst du nicht lieber noch etwas schlafen? Nee, ich will die Kiste looten. Du hast Final Fantasy VII, das Original, nie gespielt, oder? Sprich, du kennst den ursprünglichen Part zwischen Red X und Aerith gar nicht, oder? Fragt Abraxa gerade. Ich habe das schon gespielt, aber nicht so weit, ne? Ich habe nur die ersten... Also, ich habe das damals nicht gespielt und habe dann später die ersten paar Stunden nachgeholt. Fühlst du dich besser? Sonst lebe aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß... Ich glaube, ich habe nicht... Bis hierher getragen. Ich kann mich auch an viel nicht mehr erinnern. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich so weit gespielt habe. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, dann machen wir jetzt hier mal eine Pause. Machen wir hier mal einen Break, bevor das nächste Kapitel so richtig losgeht mit Cutscenes und allem. Ist gerade eine gute Stelle. Speichern wir manuell. Ich habe nicht aus Midgar rausgespielt. Ich habe mich irgendwie... total verlaufen und bin irgendwie ewig lang am Spielplatz rumgeirrt und wusste nicht wohin. Da habe ich bestimmt 2 Stunden in dem Spiel verbracht mit Orientierungsproblemen. Deswegen war ich da ein bisschen länger unterwegs. An das kann ich mich noch genau erinnern, nämlich an die Passage. Ich habe mich auch noch verkleidet und so weiter, das habe ich alles gemacht. Naja, egal. Machen wir jetzt mal schnell eine Pause. Schnell 10 Minuten ungefähr. Pause, damit ich schnell umbauen kann, also das Spiel wechseln kann, und ich mache mir, glaube ich, schnell einen Kaffee und dann geht's gleich hier weiter. Bis gleich. Ich lasse den Stream laufen. Ich mache nur das Bild aus. Bis gleich.